In schockartigen Situationen ist es ganz normal, dass man dann etwas durcheinander ist. Und die Sprache hat dafür auch mehrere Ausdrücke. Ich wusste überhaupt nicht mehr ein noch aus. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist. Die linke Hand wusste nicht mehr, was die rechte tut. Also es fehlt mir an Orientierung oft in Raum und Zeit. Und da kann man sich ja fragen, was ist da eigentlich jetzt durcheinander? Wir haben ja verschiedene Areale in unserem Gehirn. Manches ist stärker links, manches ist stärker rechts verortet. Und deswegen haben wir eine Verbindung, genannt Corpus callosum, wo die Informationen wie über eine Brücke hin und her gehen, bis eben beide Seiten wissen, was los ist. Und in traumatischen Situationen oder einem großen Schreck sind diese Verbindungen gelockert oder momentan wirklich auch mal blockiert, damit man sich eben nicht so viel Gedanken macht, damit man jetzt einfach mal funktioniert und flieht oder was ansteht, ohne zu lange drüber nachzudenken. Und diese destabilisierten Verbindungen auf nervlicher Basis, die kann man im Nachhinein dann auch wieder gut stabilisieren, indem man bewegt in homolateralen Bewegungen, das heißt links, links, rechts, rechts, aber auch über Kreuz. Weil was ich mit der linken Hand tue, auf die rechte Seite wirkt und was ich mit der rechten Hand tue, auf die linke Gehirnhälfte wirkt. Und wenn ich die überkreuze, verbinde ich die auch immer wieder. Und dadurch baue ich wieder auf, was erschüttert, destabilisiert wurde. Man kann auch schauen, was habe ich denn auch immer gerne gemacht? Also was war denn früher etwas, was ich gerne gemacht habe? Handwerk, Handarbeiten, ein Instrument spielen oder eine Sportart. Und dann wird man auch finden, auch da sind immer gekreuzte Bewegungen dabei. Und wenn ich die sozusagen bewusst noch verstärke, tue ich mir was Gutes, um die erschütterten Nervenverbindungen zwischen den Gehirnhälften, das Corpus callosum wieder zu stärken und zu stabilisieren. Und wer noch Übungen sucht, Anregungen dafür, gibt es auf unserem YouTube-Kanal viele unter der Rubrik Bewegung, aber auch unter Handwerk und anderem. Schauen Sie sich gerne ein bisschen um und schauen, was Ihnen gefällt.